Guten Morgen. Ich bin asexuell. Also ich nicht, aber viele sagen das, ich bin asexuell. Ich bin vegan oder ich bin devot oder dominant. Ich bin hochsensibel. Ne? Kennt ihr alle diese Prädikate? Und das ist ganz normal, weil unser Gehirn arbeitet nach Mustererkennung. Wir denken in sogenannten Cluster, nennt sich das. Wir tun gerne kategorisieren, einteilen und ja, so funktioniert unser Gehirn einwandfrei. Und wir alle können das auch aus unserer eigenen Erfahrung bestätigen, dass das oft so ist. Die Menschen lieben Kasten. Wir tun oft allergisch darauf reagieren und sagen, boah nein, steck mich bloß nicht an den Kasten. Aber die Gehirne funktionieren nun mal so und auch wir stecken alles in einen Kasten. Ja, was passiert, wenn man alles in einen Kasten steckt? Man pauschalisiert, man generalisiert, man schafft sich einfache Lösungen. Und das bedeutet in einem Leben, dass wir quasi wie so in einem Tunnel sind. In einem Tunnel, den wir uns geschaffen haben und wir schauen nicht nach rechts, wir schauen nicht nach links, weil wir in dem Tunnel relativ zufrieden sind. Das außerhalb des Tunnels vielleicht eine riesen schöne, wunderbare Welt auf uns wartet, mit auch Gefahren. Das tun die meisten gar nicht realisieren. Aber letztlich ist es genau so. Wir sind evolutionsbedingt darauf ausgerichtet, Gefahren zu meiden und nicht Chancen wahrzunehmen. Und deswegen, wenn wir Muster erkannt haben und uns halbwegs in unserer Komfortzone wohlfühlen, dann bleiben wir da drin. Ich selber habe die Erfahrung auch einige Male schon in meinem Leben gemacht. Ich war überzeugter Fleischesser und habe gesagt, ich bin Fleischesser. Fleisch ist wichtig. Ich habe das sogar in den Anfangszeiten meinen Sohn mitgeteilt. Fleisch, Vitamine, also ich habe nicht Fleischvitamine gesagt, aber ich habe gesagt, Männer essen Fleisch. So. Dafür wäre ich wahrscheinlich eventuell noch die Konsequenzen tragen müssen in meinem Körper. Aber ja, ich war überzeugter Fleischesser und das war mein Tunnel und das hat alles gepasst. Fleisch ist gut. So, und irgendwann, jetzt, bin ich Pflanzenesser. Das heißt, er isst kein Fleisch mehr, auch keine tierischen Produkte. Weil ich diesen Tunnel verlassen habe, was natürlich Gefahren bedeutete, indem ich es ausprobiert habe, aber alles in allem dann doch dazu geführt hat, dass ich mich jetzt wohler fühle und tatsächlich gesünder bin. In der Sexualität, im Bereich des Rollenspiels, ich war, seit ich denken kann, habe den dominanten Part gemacht und fühlte mich da total wohl und habe nicht nach rechts und links geschaut und habe immer so ein bisschen auf die devoten Menschen, ja, so ein bisschen irgendwie so herabgeschaut. Nicht nur sexuell, sondern auch irgendwie ja, devot. Das hat sich irgendwie so angefühlt wie ja, und mittlerweile ist es genau andersrum. Das heißt, dass ich eher in der Sexualität der devote Part bin und innerhalb der Rollenspiele zumindest. Und ja, und das fühlt sich halt gut an, auch wieder ein Tunnel. Und ja, genauso war das mit der Monogamie. Ne? Ich habe lange in einer Beziehung gelebt, in 15 Jahre, wo ich nur die eine Frau hatte, und wenn man über Polygamie geredet hat oder über Polyamorie oder Mehrliebe, dann hat er immer so gesagt, ganz schön Blödsinn, es gibt die eine Frau, der Topf, der zum Deckel passt oder der dann passend gemacht wird, und mit der kann man dann so tiefe Liebe spüren und da ist man so intensiv zusammen und da geht nichts Besseres. Tunnel. Ja. Nun ja, hatte ich dann doch das mal ausprobiert mit der offenen Liebe und ja, letztlich bin ich dann habe ich dann auch wieder Erfahrungen gemacht und so entwickelt man sich halt eventuell, so wenn man dann hin und wieder mal aus dem Tunnel rausguckt, auch ein Stück weiter. Und da muss man aber eben seine Muster, seine Definition, seine Restriktion dann auflösen. Zu sagen, ich bin das und nur das und alles andere ist böse. Ja, das beraubt einen sehr vielen interessanten Erfahrungen im Leben und wir leben alle nicht ewig und interessante Erfahrungen, das macht Leben aus, glaubt mir das, das ist eine Qualität, die ihr nicht missen möchtet. Und ja, entsprechend, das verwehrt man sich, wenn man diese Definitionen und diese Glaubenssätze, diese strikten Glaubenssätze einfach ja, immer nur weiter verfolgt und nicht mal Sachen ausprobiert. Und das, wir alle sind ja auch in Veränderungen in unserem Leben, das können wir beobachten. Ne? Irgendwann ja, sind wir im Wachstum, dann werden wir stärker und immer kräftiger und irgendwann beginnt dann die Degeneration. Des Weiteren unsere geistigen Fähigkeiten, sie verändern sich auch, unsere Hobbys, unser Geschmackssinn verändert sich. Also alles ist im Flow. Wenn wir aber immer auf diesen Standmustern beharren und immer nur das machen, was wir irgendwann mal gelernt haben und wo wir sagen, ja, das ist richtig, ja, dann kommen wir nicht in diesen Flow rein, in diesen Flow des Lebens, weil
Wenn sich alles um einen rum verändert, man selber aber statisch bleibt, fühlt sich das intuitiv richtig an, beantwortet es selber. Ich möchte euch da gar nicht immer so sagen, was irgendwie richtig oder falsch ist. Spürt einfach in euch rein und schaut, ob sich das richtig anfühlt. Und solche Abgrenzungen, also diese Definition, das ist halt eben gleichzeitig Abgrenzung. Ne? Wenn man sich sagt, ich bin vegan, du bist Fleischesser, oder ich bin polygam und du bist monogam, ne? Das grenzt ab. Und Abgrenzung führt halt auch immer zu einer Art Kampf, weil man die Grenzen aufrechterhalten muss. Man muss argumentieren, warum man das ist und nicht das ist. Und das fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Ich erwische mich selber auch immer dabei und ich bin da auch nicht frei von. Aber das Video geht ja nicht darum, einfach zu sagen, ich bin toll und ihr müsst so sein wie ich, sondern meine Erfahrung zu teilen und meine Überzeugung. Und genau das, dass man halt eben diese Abgrenzung Stück für Stück abbauen sollte und einfach fließen lässt und gewährt, toleriert, akzeptiert, auch Leute, die eben woanders sind und nicht darüber urteilt, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach für sich persönlich seine Erfahrung teilt und seine Überzeugungen auch als seine Überzeugungen deklariert, das ist in Ordnung, aber eben das sollte man nicht tun, im Gegenteil, also dieses, das ist richtig und das ist falsch. Hallo! Und genau. Denn wenn man etwas isst, also wenn man sagt, ich bin das, dann ist man irgendetwas nicht was anderes. Und dadurch tut man sich auch emotional davon entfremden und eventuell kleine Anteile, die man von dem anderen eben doch ist. Manchmal gibt es auch einen fließenden Übergang. Bei sehr vielen Menschen gibt es einen fließenden Übergang von pflanzlicher und fleischlicher Ernährung, je nachdem wie hoch der Anteil der fleischlichen Ernährung ist, der tierischen Ernährung. Bei vielen gibt es bei der Sexualität zwischen Dominant und Devot auch, es gibt Switcher, die beides machen und von daher ist es ein fließender Übergang. Wenn man aber sich auf eins beschränkt und sagt, ich bin das, dann hat man es schwer, die goldene Mitte zu finden, was meistens der oder ein guter Weg ist, um ja, zufrieden zu sein. Und wenn man permanent auch etwas unterdrückt, dann führt es auch oft dazu, dass irgendwo ein Ventil sucht. Wenn man irgendwas eine Persönlichkeit von sich unterdrückt, einen Persönlichkeitsanteil, dann führt das oft dazu, dass irgendwann eine Krankheit ausbricht. Das kann geistiger Natur sein, das kann auch physischer Natur sein. Keiner weiß ja so recht, wie das alles zusammenhängt. Und das ist auch so ein Punkt, dass man dann, wenn man definiert, wenn man abgrenzt, wenn man nicht offen bleibt, wie gesagt, bis zum gewissen Teil können wir nicht anders. Unser Gehirn funktioniert so. Aber man sollte immer versuchen, den Drang zu haben, Neues zu entdecken, genau wie die Kinder das tun, Neues zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen und offen und tolerant gegenüber Andersartigen zu sein. Und wenn man das nicht tut, unterdrückt man etwas und Krankheiten können eben die Folge sein. Und bei vielen ist dann die Krankheit selber auch wieder so ein Kasten, aus dem sie nicht raus können. Ich habe die und die Krankheit, Arzt, was kann ich tun? Okay, das mache ich und gar nicht drüber nachdenken, sondern halt einfach in diesem Kasten bleiben. Ich habe XYZ-Krankheit, ich muss das und das nehmen. Ist einfach so. Ne? Auch wieder Kasten. Und das heißt, wer einmal sich damit angefreundet hat, immer in Kästen zu leben oder in dem Tunnel zu leben, wenn ich mal das Bild bediene, ja, der wird das halt auch in der Krankheit und der wird es bis zu seinem Tod tun. Ich kann nur anregen, da vielleicht auch mal drüber hinwegzuschauen. Daher bin ich auch nicht sogenannt Veganer, sondern ich bin Roganer. Das hat nichts mit roh und vegan zu tun, sondern das bedeutet einfach, weil es den Begriff noch nicht gab, dass ich machen kann, was ich will. Ich kann Fleisch essen, ich kann zum Mond fahren, ich kann machen, was ich will. Ich bin Roganer. Das heißt, ich folge einfach meiner Intuition. Ich habe ein paar Grundrichtlinien, die ja, ethischer, ökologischer und gesundheitlicher Natur sind, die für mich sicherlich in erster Linie erst maßgebend sind, aber die jetzt kein Dogma darstellen, sondern wo ich einfach sage, das ist so das, woran ich mich ein bisschen orientiere, aber ich bleibe offen. Und dafür steht halt auch die rogane Lebensweise. So, und ich bin ein Forscher meiner eigenen Gesundheit, ich probiere sehr, sehr viel aus, teilweise unter anderem eben jetzt mit der Schilddrüse, mit Risiken und das wird wahrscheinlich mit dem Sonnenbrand damals, ne? Also das war auch nicht minder gefährlich und was das ausgelöst hat an potenziellen Hautkrebs, das weiß man auch noch nicht. Der Fleischkonsum, das war kein bewusstes Experiment, aber
auch da wird es ja vielleicht noch einiges ergeben. Aber es ist nun mal so. Ne? Und ich versuche einfach in meinem Leben oder mein Leben auch zu nutzen, indem ich andere Menschen dazu inspiriere, wirklich offen zu bleiben, weg von den Definitionen zu gehen, indem ich halt Dinge vielleicht auch ein bisschen mehr probiere als vielleicht eine andere, das aber dann auch öffentlich mache, nicht nur für mich, sondern auch öffentlich mache. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte dieses Kanals, warum ich denke und hoffe, dass ihr da auch gerne und interessiert zuschaut, weil man sich ehrlich und authentisch austauschen kann in einer liebevollen und respektvollen Atmosphäre. Das ist mir halt auch immer wichtiger geworden. Ne? Also ich muss hier nicht mehr jeden bespaßen. Es gibt Menschen, die werde ich auch nie erreichen. Das habe ich auch festgestellt. Das war auch ein Lernprozess. Und ja, da muss ich einfach mit klarkommen. Ne? Ich kann einfach nur einen ganz kleinen Teil tun für mich. Ich kann einen Teil tun für diese Erde. Und den tue ich und da bin ich zufrieden damit und mache das Beste aus meinem Leben. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag heute noch. Und ja, die Videos kommen ja jetzt häufig auch mal nachmittags. Je nachdem, wann ich die Videos mache, warte ich gar nicht mehr so lange, weil ich gar nicht mehr so viel vorproduziere. Warte ich mir gar nicht mehr so lange, wann ich die rausbringe, die Videos, sondern ja, bringe die auch einfach mal nachmittags raus. Und von den Zuschauerzahlen nimmt sich das nichts, egal ob ich die Frühs- oder Nachmittags poste. Aber wenn sie da sind, die Videos, werden sie dann einfach gepostet. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns eventuell morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Ciao.